des kann Wassers. Nicht lokalisiert werden. Beginn eines neuen Reinigungszyklus. Nein. Hallöchen Freunde, willkommen zurück bei Nerds Tech. Ich bin's, Ronny, ist unser Zweitkanal nerds7.de. Kennt ihr bestimmt schon. Und heute geht es um, ihr habt es im Titel gelesen, diesen Echo Vex D-Bot T9 AIVI. AIVI steht hier quasi für die 3D-Kamera und 3D-Erkennung plus, dass man das ganze Gerät auch als Video, naja, Überwachung wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber als man kann im Reinigungsvorgang schauen, was denn da vor dem Objektiv los ist. Das Ganze natürlich appgesteuert. Das Ganze ist das Spitzmodell von Echo Vex, liegt tatsächlich mit dem Einführungspreis bei 799 Euro. Wir haben uns das Ding trotzdem mal angeschaut und wollte euch mal zeigen, was es so kann und wo es sich vielleicht zum Vorgänger verbessert hat. Wie es zu erwarten ist, ein Saugroboter bleibt immer noch rund. Das ist natürlich ja auch beim T9 AIVI der Fall. Das Ganze hier oben mit einem Laserturm, wie man es kennt, einer Klappe zum Aufmachen, wo dann der Staubbehälter vorzufinden ist oder eine kleine Bürste zum Reinigen oder zum Lösen von Schmutz und Verschmutzung, Reset-Button und Co. Das Ganze ist komplett aus Kunststoff gefertigt, wirkt aber sehr wertig. Hier oben sieht es aus wie gebürstetes Aluminium, kann natürlich auch schon den einen oder anderen Fingerabdruck hinterlassen. So oft fasst man da ja eigentlich nicht drauf. Den Bumper gibt es hier vorne. Man hat, wie schon eben erwähnt, eine Kamera, die das Ganze natürlich mit unterstützt. Auf der Unterseite sieht es dann so aus. Da erwartet uns tatsächlich schon etwas mehr. Einerseits natürlich das Führungsrad hier vorne, die Ladestationskontakte, die verschiedensten Sensoren, die vorm Abstürzen helfen sollen. Man hat hier die normalen Antriebsrollen, die wieder so um die 2 cm Höhe überbrücken können. Und man sieht es, wir haben hier eine neue Rollenkonstellation, die tatsächlich verhedderungsfrei sein soll für Fell, Haare und ähnliches. Die Rollen selbst bestehen so eine Art aus so einer Art Gummi und tatsächlich funktioniert es wirklich gut. Lediglich hier an der Seite muss man vielleicht mal ein bisschen was bei rausnehmen, aber auch das ist hier natürlich kein Problem, weil ich hier den Winkel aufmachen kann und dann kann ich die einfach rausnehmen und das dann reinigen, so wie ich das brauche. Und ansonsten, ist es halt quasi ein sehr gut verarbeitetes Gerät, wie man das natürlich in diesem Preissegment erwartet. Aber da konnte Echo Vex in der Vergangenheit natürlich auch überzeugen. Die Kernfeatures sind zum Vorgänger ziemlich identisch. Das bedeutet, auch hier haben wir einen Wassertank, der 180 Milliliter Wasser fassen kann. Das Ganze wieder mit der oszillierenden Technik. Das heißt, die Platte rüttelt sich vor und zurück und kann so ein besseres Reinigungsergebnis erzielen. Der Wassertank hätte natürlich gerne ein bisschen größer ausfallen können. 180 Milliliter ist nicht wahnsinnig viel. Was den Staubbehälter hier drin angeht, haben wir 0,3 Liter. Auch den kann ich natürlich wieder entnehmen bzw. vom HEPA-Filter trennen und das Ganze sauber machen. Gut gefällt mir auch, dass es eine Rückstoßklappe gibt. Das heißt, gerade wenn wir auf mehreren Etagen vielleicht reinigen wollen, dass dann beim Anheben des Saugroboters nichts rausfallen kann. Klick wieder drin. Die Saugleistung selbst liegt jetzt hier bei 3000 PA, das heißt auf der höchsten Saugleistungsstufe. Die braucht man natürlich nicht unbedingt immer. Da reichen meistens noch die kleineren Stufen. Ansonsten gibt es noch die Ladestation, die sehr klein und kompakt ausfällt. Mit einem Kabelmanagement auf der Rückseite und das war es tatsächlich auch schon, was hier für den hohen Preis an Zubehör mit beiliegt. Kurze Rede, langer Sinn, wir schauen uns das Ganze natürlich in Action an und gehen mal ins Büro. Da sind wir auch schon wieder, natürlich fangen wir mit der App an, ganz kurz mal einmal durchgeschaut, weil die ist selbsterklärend. Wie man sieht hier einen großen Raum, man hat hier unten den Bereich, wo ich dann irgendwie Karten bearbeiten kann oder meinetwegen zur Ladestation zurück möchte. Ich kann das Ganze nach oben büschen, kann die Saugleistung einstellen, standardmäßig auf Standard gestellt, das heißt auf der zweiten Stufe von 4. Ich kann die Wasserdurchflussrate einstellen, wenn ich das möchte, wenn ich quasi die Osmo Pro Wischfunktion nutze, also mit der vibrierenden Wischplatte. Auch hier kann ich einstellen, ob das einmal schnell schrubben ist oder intensiver geschrubbt werden soll. Und ansonsten kann ich Reinigungspläne einstellen, ich kann die Sprachmeldung laut oder leise machen. Da hört man es. Und noch ein paar weitere Einstellungen. Also sehr übersichtlich, sehr einfach gehalten. Auch hier sieht man dann quasi den Verschleiß der Zubehörteile. Und wir wollen euch jetzt einmal zeigen, wie laut denn das Gerät im Betrieb ist und wie dann ja ein bisschen die Navigation ist und wie er denn den Schmutz aufnimmt. Und dafür starte ich das Gerät jetzt und los. So, damit das auch ein bisschen spannend wird. Da hört man es direkt, automatische Saugleistungserhöhung durch die Teppicherkennung. Er navigiert direkt zielstrebig in den Bereich hinein, nimmt mit seinen Beinbürsten links und rechts schon etwas auf. Auffällig ist, wenn er auf den Teppich rauffährt, dass die Bürsten sich dann etwas langsamer drehen, als wenn er quasi auf Parkettboden oder Hartboden unterwegs ist. Und jetzt fährt er quasi den Außenbereich einmal ab, um abzuchecken, wo muss er denn hin.
Und was man auch sieht, dass der Bumper funktioniert, dass die Navigation je nach Boden auch recht schnell funktioniert. Also der fährt schon ziemlich zielsicher durch die Gegend und nimmt natürlich währenddessen schon so ein bisschen Schmutz mit auf. Und da gibt er ein bisschen Schwung. Währenddessen kann man auch eine Videoübertragung durchführen. Das Ganze ist passwortgeschützt, kann ich auch deaktivieren, wenn ich möchte. Und zusätzlich, ihr habt es vernommen, gibt es eine akustische Sprachausgabe, dass die Kamera benutzt wird. Das heißt, im Geheimen kann man die nicht benutzen, sondern es ist quasi einerseits vor Zugriff geschützt und andererseits wird es im Prinzip akustisch auch durchgeführt. Und ihr seht quasi den Live-Feed des Saugroboters, wo ich tatsächlich sagen muss, das ist echt interessant zu sehen, wie der durch die Wohnung fährt. Und das Ganze reinigt. Also man sieht jetzt hier meine Füße und so weiter. Vom Blickwinkel sieht man auch, dass es doch mehr ist, als ich erwartet hätte, was man mit der kleinen Kamera da vorne sieht. Was auch gut funktioniert, ist natürlich die Hinderniserkennung beziehungsweise die Objekterkennung von Gegenständen und Ähnliches vor der Kamera. Hier muss man aber natürlich gucken, dass es halt möglichst Dinge sind, die auch wirklich Wiedererkennungswert haben, weil die Software natürlich nicht alles erkennt. Also Flüssigkeiten würde hier einfach der Sauger weiter überfahren und mitnehmen. Habt ihr aber zum Beispiel eine Katze zu Hause, die da ihr, naja, Niederlassenschaften hinterlassen hat, dann kann es sein, dass der Roboter natürlich möglichst drumherum fährt. Grundprinzipiell ist es hier auch so, man muss den Raum natürlich immer ein bisschen vorbereiten und Kabel und Ähnliches abräumen, wegräumen, aufrollen, gerade Katzenspielzeug und so weiter. Das fressen die sonst ganz gerne, weil das halt einfach zu fein ist. Und das kann auch die wirklich gute Software und die Kamera- und 3D-Erkennung dann nicht wirklich differenzieren, ob es ein Kabel ist oder Ähnliches. Aber wenn es um Schuhe geht oder um einen Kothaufen, da fährt der rigoros dran vorbei und nicht drüber. Das klappt wirklich gut. Was die Betriebsgeräusche angeht, ist er natürlich hörbar. Irgendwo bei ein bisschen was über 60 Dezibel landen wir dann, wenn er im Turbo-Modus ist. Wenn man sich im Raum befindet, dann... Wenn man sich im Raum befindet, mag es vielleicht manchmal ein bisschen störend sein, dass es zu laut ist, aber Gesetz des Falles, man nutzt den Roboter so, wie man das, wie wir das nutzen. Man ist nicht dabei, sondern lässt ihn fahren, wenn man quasi am Arbeiten ist, dann fällt es natürlich nicht so stark auf. So, ab zurück in die Ladestation und das Saugergebnis schauen wir uns mal an. Okay, wir sehen die Überbleibsel, die hier noch auf dem Teppich und auf dem Hartboden geblieben sind. Man sieht, dass der Endgegner immer noch so eine Teppichkante ist, weil ihr habt es ja auch gesehen, er fährt ja quasi hier entlang. Aber die beiden Bürsten haben hier den Großteil des Schmutzes schon mit weggenommen. Ich muss jetzt aber auch an der Stelle sagen, normalerweise würde ich den Saugroboter hier gar nicht losschicken, um den reinigen zu lassen, sondern das würde ich mit dem Akkusauger machen oder mit dem Handfeger, weil das einfach durch die Fliehkräfte, durch die drehenden, rotierenden Bürsten schmeißt er natürlich dann zum Teil den Grießkorn oder das Grießkorn einfach in der Gegend rum. Aber man muss auch sagen, größtenteils ist es alles weg. Ihr habt ja gesehen, wie viel es war. Auf dem Teppich selbst habt ihr gehört, die Saugleistung wurde erhöht und er nimmt von dem kleinen, feinen Grieß eine Menge mit auf, aber auch nicht alles. Und ein paar Körner liegen ja auch noch mit rum. Das mag jetzt aber auch daran liegen, dass der Bereich zu klein abgesteckt war, den ich jetzt zum Reinigen auswählen wollte. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich mit dem Reinigungsergebnis schon sehr zufrieden. Gerade wenn man bedenkt, dass man schon die kleine Saugleistung völlig zufriedenstellend mit den Raum reinigen kann. Einfach Hartböden, Parkett, Laminat und Fliesen, was es alles so gibt. Und die hohe Saugleistung für normale kleine Teppiche völlig ausreicht. Wie gesagt, es ist halt eben ein Gerät, was euch nicht die Bude blitzeblank macht, sondern eine Grundreinigung herstellt. Man darf das immer noch nicht überschätzen. Aber was Navigation und Reinigung angeht, echt top. Wie beim Vorgänger beim T9 war ja auch hier die vibrierende, oszillierende Wischplatte, die natürlich sehr gut funktioniert in der Form, dass sie sich sehr, sehr schnell bewegt und mehr Schmutz aufnehmen kann als die herkömmlichen Saugroboter, die einfach nur nassen Lappen hinterherziehen. Bei uns in unserem Fall ist es aber so, dass der Boden zu uneben ist und da der Anpressdruck nicht so 100% hinkommt und dann das Reinigungsergebnis nicht so extrem gut wird, wie das potenziell eigentlich sein kann. Wir zeigen euch das gleich mal an gegebener Stelle. Durchweg ist es so, dass es hier eine deutlich bessere Wischleistung hat als die Standardsauger, aber immer noch nicht perfekt ist. Also wer jetzt wirklich den Fokus auf Wischen legt, der wird hier wahrscheinlich auch noch nicht ganz glücklich sein, aber auf jeden Fall glücklicher als mit anderen günstigeren Modellen, die halt nur normal den Lappen hinterherziehen. So, den praktischen Einsatz haben wir hinter uns. Natürlich jetzt auch nochmal eine Zusammenfassung dessen. Was die Saugleistung angeht, die 3000 PA, ich habe schon mit angerissen, werden natürlich nur auf einem Teppich ausgelotet oder ausgenutzt. Ich kann das natürlich in der App auch manuell einstellen, dass ich mit voller Saugleistung die ganze Bude reinige. Muss ich aber nicht tun, wenn ich einfach nur Hartböden wie Parkett, Laminat und Ähnliches habe. Auf dem Teppich selbst ist die höhere Saugleistung natürlich von Vorteil. Das Gute daran ist wirklich dieser Sensor auf der Unterseite, der hier mit verbaut ist, der registriert das sofort, dass er auf dem Teppich fährt. Also auch unser dünner
Grüner Teppich ist ein Paradebeispiel dafür, dass es sehr gut funktioniert. Er erhöht die Saugleistung, dreht sogar die Bürsten etwas langsamer und kann dann sein volles Potenzial ausführen, ausfalten, ausüben. Und was seine Gesamtreinigungsleistung angeht, muss ich sagen, er macht es sehr gut, sehr sauber. Unser Beispiel mit der Teppichkante ist natürlich so ein bisschen ein Hardcore-Beispiel, weil er halt längs lang gefahren ist und nicht gegen die Kante. Da hätte er vielleicht noch das eine oder andere mit wegnehmen können. Aber wie ich vorhin schon sagte, das ist eher so ein Schmutzhaufen, den ich dann eben manuell wegräumen würde oder und nicht den Saugroboter losschicken wollen würde. Die Wischfunktion habe ich ja auch schon mit angesprochen. Wenn ihr quasi das Wischmodul einsteckt, dann gibt es eine akustische Meldung. Ihr habt dann natürlich auch den Zugriff auf die Wasserflusssteuerung, also elektronische Pumpensteuerung. Auch das funktioniert alles gut. Ich starte das Ganze nochmal, um dass man vielleicht das so ein bisschen sieht, wie es denn funktioniert. Weil das kommt in den Aufnahmen bei uns natürlich immer nicht ganz so rüber. Dann pausieren wir das Ganze auch, weil den Tisch brauchen wir nicht sauber machen. Das Reinigungsergebnis mit der vibrierenden Wischplatte ist hier, wie gesagt, deutlich besser als bei den Modellen, wo einfach nur der Wasserfilm hinten hergezogen wird. Der Anpressdruck ist größer, wie gesagt, durch das Oszillieren, durch diese Bewegung vor und zurück, hat man ja quasi wie so eine Schrubbewegung und da nimmt man einfach deutlich mehr Dreck mit auf. Es ist immer noch nicht die perfekte Lösung, aber es funktioniert ziemlich gut. Das konnte das Vorgängermodell uns auch schon beweisen und dahingegen, wer so eine etwas bessere Saug- oder beziehungsweise Wischleistung sucht, ist hier definitiv schon mal ganz gut beraten. Was zusätzlich sehr gut funktioniert, ist die Navigation und die Geschwindigkeit, wie ihr durch eure Wohnräume fährt. Ich habe es exemplarisch mal kurz auf den Plastikhaufen hier auf den Tisch gepackt. Ihr wisst, was es ist. Für die 3D-Erkennung. Für solche Objekte funktioniert es wirklich gut. Ob ich jetzt einen Schuh hinpacke, ob ich sozusagen einen Auswurf von einem Tier zu Hause habe, das wird sehr gut erkannt. Bei flachen Dingen oder vielleicht Erbrochenen von Katzen, das kann ja mal vorkommen, oder wo so ein kleiner Haarballnube drin ist, da wird es ein bisschen schwierig. Grundsätzlich für große, wiedererkennbare Objekte funktioniert die 3D-Erkennung wirklich gut. Das bedeutet, er ballert da nicht drüber, sondern zeigt es in der App an, dass dort ein Hindernis ist und sagt auch, was es ist, ob es Kabel ist, ob es Schuh ist oder so ein Fäkalienhaufen, fährt drumherum. Im späteren Lauf, wenn man das abgeschlossen hat mit der Reinigung, sagt er in der App, okay, da war was im Weg, räume es doch bitte weg und ich reinige die Stellen noch einmal da, wo ich nicht hingekommen bin. Und das müssen wir sagen, ist eine mega tolle Funktion, die wirklich ihren Soll und ihr Zweck erfüllt. Auch wirklich gut funktioniert zu, ich sag mal, 80%, je nachdem, was da vor der Linse los ist. Mit dieser 3D-Erkennung wird einem auch sogar ein Videofeed ermöglicht, den ich abrufen kann. Das Ganze ist passwortgeschützt und es gibt eine Sprachausgabe, dass die Videofunktion gerade genutzt wird. Das heißt, einfach mal jemanden heimlich beobachten funktioniert nicht, weil es nur beim Reinigen funktioniert und ich kann den Sauger nicht direkt manuell steuern und sagen, fahr mal jetzt dahin, fahr mal dahin. Ich kann dir nur maximal sagen, reinige den Bereich. Das heißt, zum Spionieren und Co. ist es nicht geeignet, soll es auch gar nicht sein. Wer das nicht mag, könnte das natürlich abkleben, was zu Lasten der 3D-Erkennung dann geht. Das war im Prinzip auch so ein zweischneidiges Schwert schon beim Vorgängermodell mit der Kamera. Man muss es nicht benutzen, man kann es aber. Letztendlich fand ich aber die Videoqualität und die fast direkte Übertragung auf dem Smartphone sehr interessant. Gerade wenn man sagt, okay, irgendwas stimmt zu Hause nicht, da scheint er festzustecken, dann weiß ich zumindest, wo er vielleicht ist. Das hat uns sehr gut gefallen. Videoqualität war gut, also tatsächlich eine schöne Funktion. Aber ja, es ist vielleicht ein bisschen umstritten. Ein Zwei-Wege-Audio-Kommunikationssystem ist hier nicht integriert. Das heißt, maximal die Kamera kann man vorne benutzen, mehr nicht. Noch ein Wort zur Akkulaufzeit. Angegeben sind, dass er mit 2,5 Stunden Laufzeit ungefähr unterwegs sein kann. Das ist durchweg auch realistisch, liegt aber daran, wie hoch ist eure Drehzahl, also läuft ihr auf maximale Stufe, habt ihr quasi die Wischfunktion mit aktiviert, weil auch das braucht ein bisschen mehr Akkukapazität. Wie verwinkelt ist eure Wohnung? Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass man an die 2 Stunden rankommt. Vorteil ist, er fährt automatisch in die Ladestation zurück, lädt auf, fährt wieder zurück an die Stelle, wo er zuletzt gereinigt hat, führt seinen Weg fort, beendet das Ganze und damit ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Was mir dabei nicht ganz so gut gefällt, ist die Ladezeit. Die liegt jetzt hier so bei 6, 6,5 Stunden. Das ist schon ziemlich viel. Der Vorgänger, das normale T9-Modell, liegt da irgendwie so bei 4,5 Stunden. Wenn man den einmal am Tag reinigen lässt, denke ich, ist es aber trotzdem verschmerzbar. Der Ecovacs D-Bot T9 Aivi ist die eierlegende Wollmilchsau. Zu diesem Gerät, zum Basispreis von 799 €, könnte man sich auch noch die kompatible Absaugstation mit dazu kaufen. Momentan gibt es, glaube ich, noch keinen Bundle. Das Gerät kommt auch erst im Oktober auf den Markt.
Also in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Die Absaugstation selbst kostet einzeln aber auch 300 Euro. Das ist im Gesamten verdammt viel Geld, das müssen wir einfach auch so sagen. Aber was die Funktionalität angeht, was die Hinderniserkennung angeht, was meinetwegen die Videoüberwachung angeht, Reinigungsleistung, Geschwindigkeit, überhaupt das Reinigungsergebnis, die verheddungsfreien Bürsten, gerade für einen Tierhaushalt oder für Personen mit langen Haaren ist das echt komfortabel, weil man wirklich nur noch die Seiten sauber machen muss und nicht mehr die Bürste. Beziehungsweise halt einfach die App, die ist wirklich sehr gut, sehr einfach, sehr komfortabel. Das will bezahlt werden, muss man tatsächlich so sagen. Es ist, wie gesagt, die eierlegende Wollmilchsau. Wenn man auf eins der Features verzichten will, zum Beispiel auf die Kamera, könnte man auch zum T9 greifen. Der liegt bei 750 Euro und liefert gleich die Ladestation und Absaugstation mit dazu. Im Kern kann im Prinzip das Gleiche, verzichtet auf ein, zwei Features, macht aber auch alles sehr gut. Also wie gesagt, EcoVacs hatten wir in der Vergangenheit schon, konnten sie durchweg immer empfehlen, aber eben nur für die Personen, die auch sagen, ja, mir ist es wert, so viel Geld zu investieren, dass mir der Haushalt ein wenig abgenommen wird. Was haltet ihr denn eigentlich von dieser Videoerkennung? Findet ihr sowas gut? Findet ihr das klasse? Oder sagt ihr, ja, für eine 3D-Hinderniserkennung, für irgendwelche Nachlassenschaften der Tiere und so weiter, ist es äußerst praktisch, weil das erkannt wird. Oder ich würde schon ganz gerne mal gucken, was in meinem Haus los ist, auch wenn niemand da ist. Was haltet ihr davon? Seht ihr das auch so ein bisschen kritisch? Schreibt gerne in die Kommentare. Würdet ihr euch so einen Saugroboter kaufen oder sagt ihr, ah, ich nehme da irgendwas Günstigeres, was eben vielleicht weniger Funktion hat? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns drüber und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.